Eine Turnhalle in Neuenhohenschönhausen. Leben hinter einem Vorhang. Über 100 Menschen auf engstem Raum, ohne Privatsphäre. Meist sind es Kriegsflüchtlinge mit dem wenigen, was sie am Leib tragen konnten. An diesem Vormittag sind die meisten auf Behördengängen. Die wenigen, die wir treffen, möchten ihr Gesicht nicht vor der Kamera zeigen, aus Angst vor Konsequenzen für die Angehörigen in Syrien. Auch wenn sie Deutschland dankbar seien, wie Khaled und Mohammed betonen. Dass hier manchmal Anwohner etwas gegen Flüchtlinge haben, hätten sie zwar gehört, aber nicht erlebt, sagen sie. In Libanon, in Jordan, in Jordanien oder in der Türkei, überall wo wir waren, mochten die Menschen uns syrische Flüchtlinge nicht. In Deutschland denken wir, ist das eine sehr, sehr gute Situation für uns im Vergleich zu den anderen Ländern. Auch hier in der Unterkunft und rundherum. Keine Probleme. Betreuer sortieren Kleiderspenden und Spielzeug. Vieles wertig und im Winter gut zu gebrauchen, heißt es. Die Hilfsbereitschaft im Kiez sei groß, obwohl sich viele Anwohner vom Bezirk überrascht und übergangen fühlten, obwohl nun Sanitätscontainer auf dem Fußweg vor der Halle stehen. Statt Nörgelei herrscht Nachdenklichkeit, so das Ergebnis unserer Umfrage am Mittag, wenngleich die nicht repräsentativ ist. Ich bin 45 auch geflüchtet mit meiner Mutter. Wenn die wirklich Not am Mann ist, sollte man helfen. Das ist internationales Recht und wenn die wirklich Kriegsflüchtlinge sind, ist das für mich völlig in Ordnung. Ich kann nichts Negatives sagen und ich sage mal, ich wäre auch dankbar, wenn mir jemand die Tür öffnet, wenn ich in so einer Notlage bin. Tun keinem Menschen was. Wenn sie ihr nicht tun, dann machen sie auch nicht. Die müssen ja auch irgendwo wohnen, irgendwo hin. Dennoch verteilen Flüchtlingsunterstützer Flugblätter. Sie sorgen sich, weil Neonazis im Internet zu Gewalt aufrufen. Sie zeigen hier schon in den Nächten Präsenz. Es sind hier Grüppchen unterwegs im Umfeld der Turnhalle. Und es ist natürlich schon bedrohlich für Flüchtlinge, die hierher kommen, die sich hier nicht auskennen. Von unserer Initiative aus wurde mit Flüchtlingen darüber gesprochen. Und da wurde uns entgegnet, dass Leute teilweise Angst haben, die Turnhalle zu verlassen. Einfach aufgrund dieser feindseligen Stimmung vor Ort. Die Heimbetreiber sorgen vor Wachschutz rund um die Uhr. Nicht nur vor der für den Abend geplanten Demonstration. Unser Eindruck ist, dass es auch viele gibt, die wirklich erstmal Verkehrsmittel benutzen müssen, um zu dieser Demonstration zu kommen und halt eben dort ihren Unmut auszudrücken. Also wir erleben das nicht aus dem direkten Umfeld, sondern die Anwohner hier, die erleben wir eher als sehr zugewandt, nachdem wir viele Gespräche jetzt geführt haben.